Hallo meine wunderschönen Seelensterne, herzlich willkommen zu unserer Oktober Reading 2023. Vorab kurz eine Info, also mir geht es seit ungefähr 3 Tagen nicht so besonders gut, deswegen gibt es auch heute keine Pick-a-Card Reading, sondern ein ganz normales Monatsreading. Da ich aus Erfahrung gelernt habe, wenn mein Körper auf Barrikaden geht und einfach anfangen tut, ein bisschen quer zu schlagen, ich mir wirklich auch die Zeit zur Erholung nehme, da ich nächste Woche noch vom Mittwoch bis am Freitag auf eine Geschäftsreise muss, werden die private Readings sich um eine Woche verspäten. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich jetzt erstmal meine Gesundheit vorlege, da ich wahrscheinlich auch die letzten Monate viel gearbeitet habe und wenig Zeit für mich hatte und die ganze Stress im Außen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Virus ist oder ob das die Vollmond im Widder ist oder ob das einfach eine Transformation ist. Auf jeden Fall habe ich mit den Kreislauf ganz schwer Probleme und mit der Speiseröhre im Bauch und das ist einfach mir nicht so gut und deswegen erlaube ich mir jetzt auch die Zeit für mich zu nehmen, um gesund zu werden und ich danke für euer Verständnis. Gleichzeitig möchte ich mich bei all den neuen Abonnenten, neuen Mitgliedern bedanken. Danke, danke, dass ihr zu uns gestoßen seid, zu unserer Lichtfamilie. Da möchte ich mich bei einigen Abonnenten, die mir wundervolle Karten aus meiner Wunschliste zukommen gelassen haben, bedanken. Einmal beim Patricia für den Illusionist-Tarot-Karten, dann beim Claudia für die Weight-Tarot in Glitzerform, wie auch für den Grand Deluxe-Tarot. Danke dafür, Claudia. Dann bedanke ich mich beim Gott, jetzt ist mir der Name gerade, Diana, genau, beim Diana für diese Witch-Tarot und bei, weiß ich leider nicht, wer das gewesen ist, ich glaube, ich habe es mir aber schon mal gesagt, die Solitary Witch-Tarot und ich bedanke mich beim Jenny für, wo ist sie jetzt? Ah, da, für diese wundervolle Karte, the Self-Love-Orakel-Karten. Danke, danke, danke euch allen für diese wunderschönen Karten. Ich liebe Karten und ich sammle sie ja auch. Man sieht das ja auch in meiner Vitrine davor, vis-à-vis hinter den... Hier sind meine Kartensammlungen, auf denen ich mich jedes Mal riesig freue, mit denen ich für euch arbeite. Und ich bedanke mich für all die, die mich mit einer Spende unterstützen auf diesem Kanal, ob das jetzt über Supercash reinkommt oder über PayPal reinkommt. Danke, danke, danke für eure Wertschätzung und danke für all die, die bei mir Readings buchen und natürlich all die, wo auch an meinen Workshops teilnehmen. Die Workshops bleiben alle weiterhin bestehen. Der hermetische Workshop findet am 13.10. statt und die Tarotkurs beginnt, die neue, am, glaube ich, vorletzter Wochenende im Oktober. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was der Monat Oktober uns bringt. Astrologisch gesehen soll das ein ziemlich turbulenter Monat werden, aber ich höre mir das von jedem Monat an. Jeder Monat ist so turbulent, jeder Monat soll der wichtigste Monat sein, jeder Monat soll etwas Wichtiges mit sich bringen. Ja, und ich bin so am Ende immer so an diesen Punkt gekommen, dass ich der Meinung bin, wir können uns die Realität auch so basteln, wie wir es gerne hätten. Und wir können sie als negativ oder auch als positiv betrachten. Was ich mit Sicherheit wahrnehme, sind, dass sehr geladene Energien da sind. Es könnte durchaus gut möglich sein, dass diese geladene Energie sich auch sichtbar macht im Außen in verschiedenen Formen. Aber ich denke einfach, es ist für uns alle irgend so ein Wachrütteln. Ja, Wachrütteln, um uns daran zu erinnern, was unsere Ahnen vor Jahren erlebt haben und dass man das wieder versucht jetzt zu machen mit diesem Krieg in Europa und mit diesen ganzen Vorherrschaften über die Menschheit und zu sagen, was wir zu sagen haben und was wir nicht zu sagen haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach werden wir von Psychopathen regiert und zwar allesamt, nicht nur jetzt hier in Deutschland, sondern überall auf der ganzen Welt. Und es ist jetzt einfach mal auch die Zeit gekommen, dass wir aufhören, wie Couch-Potatoes vor dem Fernsehen zu sitzen und einfach darauf zu warten, dass irgendein Wunder für uns das Problem löst. Das Problem wird sich nicht lösen, solange wir nicht einfach unser Bewusstsein darauf richten, dass wir möchten, dass dieses Problem sich löst.
Und dass wir einfach irgendwann, wir müssen einfach mal lernen, Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Und das bezieht sich auf jede Einzelne, da wir kollektiv dazu beitragen, was da in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Und wenn es dann passiert ist, muss man da nicht hinsetzen und jammern und einfach sagen, ja, hätte ich doch, dann wäre ich wahrscheinlich heute Millionär. Ja, so, und von dem her denke ich einfach, wir werden alle so ein bisschen in die Eigenverantwortung reingezwungen und es macht sich einfach auf alle Arten bemerkbar. Und ich denke, dass es jetzt für uns alle mal so die Zeit gekommen ist, unseren Fokus auf das zu richten, was wir wollen und nicht auf das, was man von uns will. Ja, das sage ich so wortwörtlich. Nicht, was andere wollen von uns, sondern das, was wir wollen von anderen und wie sich das entwickeln soll. Und das fängt schon mal bei unserem Bewusstsein an. Unser Fokus, auf was wir es richten, wie weit wir gewisse Dinge mitmachen und nicht mitmachen, wie weit wir gewisse Dinge ignorieren und einfach warten, bis dann sie so dermaßen ausharren, bis wir dann gar nichts mehr dagegen machen können. Und ja, und einfach mal auch seine eigene Rolle in dem ganzen Spiel sich bewusst zu werden, egal ob das jetzt im privaten Leben ist oder in dem Kollektiven. Das ist das, was ich so auf meine Radar oder auf meinem Schirm so wahrnehme. Und natürlich sich auch mit diesen ganzen emotionalen Hoch und Ab auch auseinanderzusetzen. Gut, ich würde jetzt mal sagen, wir haben im Oktober, glaube ich, der Saturn, der jetzt geradläufig wird. Im November wird der Pluto geradläufig werden. Ich gehe mal einfach mal davon aus, dass das auch seine Spuren zeigen wird, dass Dinge jetzt anfangen werden, in Bewegung zu kommen. Der Vollmond im als Supermond im Widder, der hat so seine Energien von Wut und Schmerz und Kummer. Aber gleichzeitig, man kann es auch positiv nutzen, indem man einfach Grenzen setzt und sagt so, und jetzt ist Schluss, ja, bis dahin und keinen Schritt mehr weiter. Und man kann einfach, wie ich gesagt habe, alles im Leben als positiv oder negativ betrachten. Meine Schüler bei der Online-Tarot-Kurs, die lernen auch ihre Heldenreise mit diesem Tarot-Karten als Schattenreise oder als Lichtreise zu betrachten. Und wenn man es als Lichtreise betrachtet, dann wird man viel besser über die schweren Zeiten hinwegkommen. Und wenn man sie als Schattenreise betrachtet, dann muss man halt durch die dunkle Nacht der Seele und wird einfach halt entsprechend auch das als Opfer wahrnehmen. Und es ist einfach immer unsere Entscheidung, wie wir die Welt sehen. Und deswegen lade ich auch jeden in meine geschlossenen Gruppen ein, sich auf die Wunder des Lebens zu fokussieren und nicht auf die Desaster, die da passieren. Ja, und jeden Tag zu posten, was für jeden für ein Wunder an diesem Tag war. Ein Wunder kann ein Lächeln von einem Kind sein, ein Neugeborenes sein, ein wunderschöner Anblick im Wald sein, eine Pfifferling, wo man gefunden hat, um sich selbst am Abend einen Pfifferling-Soße zu machen. Ein neugeborener Kalb, ein Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und das sind diese Dinge, worauf wir uns fokussieren sollen und lernen dürfen, mehr uns auf die Dinge fokussieren, die wir wollen, statt unseren Fokus auf die Dinge legen, auf dem, die wir nicht wollen oder Angst vorhaben. Und da denke ich einfach, wird das sich energetisch auch so zeigen, so wie ich es auch in meinem Feld so wahrnehme. Ich werde dann jetzt heute ein allgemeines Reading hier machen auf das kollektive Energie. Natürlich wird sich das auf unsere Energie erstmal fokussieren, da wir ja kollektiv in dieser Gruppe, in dieser Community hauptsächlich kollektiv miteinander verbunden sind und meine Energien sich natürlich erstmal mit euch verbinden. Ja. Und dann aus diesem kollektiven Energie heraus schauen wir einfach an, wie wir mit der Situation im Außen umgehen dürfen, können oder sollten. Ich würde jetzt einfach sagen, ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit und bitte darum, dass mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchste göttliche Liebe und allerhöchste göttliche Liebe geladen wird. So mögen meine Worte, Gedanken und Gefühle heute hier göttlich geführt sein durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, aus der Quelle allem Sein, verbinde ich mich mit den kollektiven Energien von meiner Community und all denen, die hier zu dieser Lichtfamilie gestoßen werden und bitte darum, dass mir die Hauptenergien für den Monat Oktober 2023 hier gezeigt werden, für uns, für das kollektive Community des Satori World of Cards
oder all denen, die zu uns stoßen oder zu uns geführt werden, weil sie in der gleichen Energieschwingung sich befinden wie wir. Was sind die was sollten wir über den Monat, was sollten wir genau jetzt über den Monat Oktober 2023 wissen? Ja, wie passend. Was sollen wir über den Monat Oktober, was müssten wir genau jetzt über den Monat Oktober 2023 wissen, Spirit? Okay. Als allererster kam die Karte Practice Self-Care. Das war auch das, was ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, dass es mir nicht gut geht und ich mich entschieden habe, statt mich jetzt tot zu arbeiten, dass ich jetzt da mir die Zeit nehme, mich um mich selbst zu kümmern, um meine Bedürfnisse zu kümmern, damit ich wieder mich besser fühle. Und das ist auch das, was der anderen sein. Diene anderen, aber tu nicht deine eigenen Bedürfnisse vergessen. Du kannst nicht immer nur geben, wenn du nichts mehr hast. Es ist wichtig, dass du deine Kelch immer wieder füllst und dich um dich selbst kümmerst. Und genau das ist das, was ich auch jetzt hier bei mir gemerkt habe. Ich habe mich verausgabt die letzten paar Wochen und jetzt geht es einfach halt darum, dass ich jetzt einfach auch Zeit für mich nehme, gesundheitlich auf die Beine zu kommen, damit ich dann nachher wieder für volle Energie für alle da bin. Es nützt mir nicht viel, wenn ich das Ganze verschleppe und dann erst recht krank werde. Und das ist das Erste, was du solltest über den Monat Oktober 2023 wissen. Die Waage ist ja auch der Energie der Partnerschaften, der Liebe, der Fürsorge. Ja? Und hier geht es auch darum, dich selbst zu lieben. Du kannst anderen dienen, aber nicht aus einem leeren Kelch raus. Weil aus einem leeren Kelch raus dienst du keinem, sondern du tust einfach dich nur vor Ausgaben und wirst krank. Ja? Und wir haben hier brich frei. Und ich denke einfach, dass dich um sich selbst zu kümmern und dir Zeit für dich selbst nehmen, ist auch wichtig, um von irgendetwas sich zu befreien, die gegenwärtig in vielleicht bei jedem etwas anders sein wird. Wenn wir jetzt diese Frau anschauen, die ist in diesen Wurzeln von dem Baum komplett gefangen. Ja. Und es ist jetzt die Zeit für dich oder für uns gekommen, uns von unseren Schuldgefühle über vergangene Handlungen oder unsere Urteile über anderen zu befreien. Und wirklich uns von Dingen zu trennen, die nicht mehr in unserem Leben funktionieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt in deiner Vergangenheit... Ich habe mir vor kurzem eine wundervolle Channeling angehört von Sarah Landon. Und sie hatte etwas Wundervolles gechannelt, und zwar, wir können nicht mit Altlasten von 3D in die 5D aufsteigen. Du kannst nicht mit dem Ballast von deiner Vergangenheit in ein neues Energiefeld reintreten. Es ist das Gleiche auch beim Tarot, wenn du die Heldenreise antrittst mit dem Narr und bis zu 21, bis die Welt ankommst, dann fordert die Welt von dir auf, alles hinter dich zu lassen, was dir nicht mehr dient, deinen Platz auf dieser Welt zu finden und auch wirklich auch da in deine Kraft zu kommen, damit du mit so wenig Ballast wie möglich in den neuen Abschnitt deines Lebens gehst, damit du nicht der Altlast von deiner Vergangenheit, Gräuel, Wut, Kummer, Schmerz, Leid mit dir mitschleppst, wo dann deine neue Reise natürlich bereits schon Beschwerden werden. Und da sehe ich auch da, dass du hier aufgefordert wirst, erstmal dich um dich selbst zu kümmern und wirklich in dieser Zeit der sich selbst kümmern, dich von deinen Schuldgefühlen über vielleicht Handlungen, die du in der Vergangenheit getan hast, befreien und gleichzeitig aber auch vielleicht, wenn du noch irgendwelche Leuten die Schuld aus deiner Vergangenheit gibst, noch da auch dich davon zu trennen und auch dich vielleicht mal mit Dingen auseinanderzusetzen, die dir nicht mehr dienen. Ja? Und einfach ausgelutscht und ausgelaufen sind. Ja, das sage ich jetzt zum Beispiel manchmal. Wir bleiben gerne in den alten Dramen immer und immer wieder aufs Neue hängen, weil wir einfach diese Geschichten immer wieder neu aufkochen. Das fällt sogar mir auf, wenn ich manchmal da mit Leuten rede. Und dann fragt man mich irgendetwas und dann plötzlich sage ich etwas aus meiner Kindheit. Um das zu entschuldigen, keine Ahnung, warum mein Verhalten irgendwie so ist, wie es ist, oder warum ich, keine Ahnung, Single bin, warum ich irgendwelche Situationen in meinem Leben keine Raum mehr gebe, statt einfach zu sagen, ich bin gerade dabei, mich selbst zu finden und mich von alten Verletzungen der Vergangenheit zu lösen und
deswegen brauche ich jetzt einfach mal die Zeit für mich selber jetzt, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Statt das zu machen, suche ich wieder in alte Geschichten aus meiner Vergangenheit irgendetwas, was das Verhalten von Gegenwart entschuldigt. Und da merke ich auch, dass auch da, wenn ich dann zum Beispiel dann 5 Minuten später im Auto sitze, denke ich mir, boah, da ist einfach echt noch was, was du da musst loslassen. Das kann doch einfach nicht sein, dass das immer noch dich begleitet, ja. Und wenn du das, allein schon, wenn dir das auffällt, ist das schon der Weg zur Heilung, ja. Wenn dir das auffällt, dass da noch irgendetwas gibt, das deine Vergangenheit, die dich in diese Wurzeln festhält, dann ist das einfach für dich der Zeitpunkt gekommen, dass du jetzt wirklich sie dir bewusst machst, damit sie auch in die Heilung gehen können. Dann haben wir Nutze Urteilsvermögen. Ja, Discernment ist einfach das Urteilsvermögen. Da ist nicht das Bedürfnis danach, dass du irgendetwas glaubst, was nicht in Resonanz geht mit dir. Ja, wie zum Beispiel, dass man versucht, uns irgendwelche Glauben an gewisse Dinge aufzustülpen, wie zum Beispiel Weltuntergangsszenarien. Ja, oder dass die KIs uns kontrollieren werden. Oder dass die Welt untergehen wird. Oder dass die Welt versklavt wird. Das sind einfach Dinge, die man quasi uns versucht aufzustülpen oder unsere Glaube darauf zu konzentrieren, weil wir wissen ja, wir sind Schöpfer, wir kreieren mit unserer Ängste, unserer Realität, ja. Und da ist es wichtig für dich, dass du wirklich da deine Urteilsvermögen nutzen tust, besonders jetzt in dieser Zeit, wo auf viel Aufwand ist, viel Aufwand gemacht wird, um dich in irgendeine Richtung zu schubsen, die man gerne möchte, dass du da eine gesunde Urteilsvermögen hast, wo du einfach sagst, sorry, das resoniert nicht mit mir. In meiner Welt wird das nicht passieren. In meiner Welt werden die Menschen in Frieden zueinander leben, weil es wird immer mehr und immer mehr bestätigt, dass es all diese vergangene Leben, von denen man redet, all diese Inkarnationen, von denen man redet, dass das alles in einen Zeitplan passiert. Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eine Zeitlinie passiert. Dass all deine Leben, die du bis jetzt hattest, in eine Zeitlinie passiert. Das heißt, nicht voneinander getrennt ist, sondern miteinander verbunden ist. Und wenn das bedeuten würde, dass es tatsächlich so ist, dann heißt das auch, dass du die Zeitlinie, in der du leben möchtest, jederzeit aussuchen kannst. Ja? Und deswegen gibt man sich ja so viel Mühe, die Menschen in einer Zeitlinie festzuhalten. Und wenn du merkst, dass das nicht in Resonanz geht mit deinem Energiefeld, dann lass los. Ja, dann lass los. Und persönliche Wahrheit kann deine Perspektive ändern und vor allem expandieren. Ja. Nutze deine Urteilskraft, mit was du in Resonanz gehst und mit was du nicht in Resonanz gehst. Ja. Und wisse, dass du wertvoll bist. Ja. Erkenne deine Werte. Fülle ist überall um dich herum. Deswegen auch diese tägliche Wunderarbeit, die ich auf meiner Community veröffentlicht habe, in Facebook wie auch in Telegram, wo ich darum bitte, dass jeder seine Wunder täglich manifestiert und aufschreiben tut und vor allem aber auch es mit uns teilt, damit wir uns jeden Tag daran erinnern, dass es Wunder da draußen gibt, ja, und dass es wunderschöne Dinge da draußen gibt, als nur diese boshafte Sachen, wo man uns weismachen möchte. Und fühle dich wertvoll und öffne dich, um die Geschenke, die auf dich warten, anzunehmen. Ja, und da sieht man ja auch, wie dieser Drache diese Frau eine Anhänger in der Hand gibt und die Frau freut sich darüber. Ich hatte letztens gerade so eine Erfahrung gehabt, wo ich da gerade musste an viele von uns denken, wie zum Beispiel, da hatte ich jemanden in der Vergangenheit mal geholfen gehabt und diese Person hatte damals nicht viel Geld gehabt und ich habe dann gesagt, du weißt du was, ist kein Problem, auf irgendeine Art und Weise stellt das Universum das Gleichgewicht wieder her, ich tue das für dich kostenlos machen und das hat das Leben dieser Menschen extrem verändert und irgendwann ist dieser Mensch zu mir gekommen, zurückgekommen vor kurzem und hat mir für die Dienstleistung, die ich damals getan habe, eine große Menge Geld geben wollen und da habe ich zuerst wollte ich, wie ich es immer tue, sagen, nein, ich hatte dir doch das geschenkt. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass das Universum ist, der zu mir kommt und sagt, du hast doch gesagt, dass das Universum das Gleichgewicht irgendwann wiederherstellen wird. Und das ist meine Art, das Gleichgewicht herzustellen. Also nimm das Geld und sag Dankeschön. Ja? Auch wenn es zu viel ist. Für dich ist das vielleicht zu viel, für diese Frau war es sehr wenig. In dem Moment war es weniger. Sie war, für sie war das wenig Geld, was sie mir geben konnte, für das, was sie bekommen hat dafür.
Für mich war das viel Geld für das, was ich getan hatte. Und das Universum sagt, wenn du deinen Wert erkennst und verstehst, dich über jede Kleinigkeit, die sich dir bringe, in deinem Leben zu freuen und nicht immer Nein zu sagen oder Nein, es ist okay, dann gibst du dem Universum die Botschaft, ich bin es nicht wert, es anzunehmen. Ja, ich bin es nicht wert, es zu bekommen. Ja, deine Wille ist mir ein Befehl, sagt das Universum, da kriegst du gar nichts über. Und deswegen ist es wichtig für dich zu lernen, dass Fülle jeden Tag um dich herum ist und es ist genug für jeden da. Und dass du es verdienst, in Fülle zu leben. Ja? Das sind einfach halt mal die Hauptenergien für den Monat Oktober 2023, über den wir wissen sollten. Ich werde diese Karten jetzt natürlich klären. Ich nehme diese Illusionist-Karten, die passen auch so zu Halloween. Und dann schauen wir mal an, was jede einzelne Karte uns sagen möchte. Spirit, bitte zeig mir, was darf meine Community über die praktiziere Selbstfürsorge im Monat Oktober wissen? Kläre bitte für mich das Thema praktiziere Selbstfürsorge für meine Zuschauerinnen. Was hat das da auf sich mit dem praktiziere Selbstfürsorge für den Monat Oktober 2023? Bitte. Kläre für mich praktiziere Selbstfürsorge. Ja, Königin der Stäbe. Ja, die Königin der Stäbe ist jemand, sie kennt ihren Wert. Ja, die Königin der Stäbe ist jemand, die weiß, was ihre Werte sind. Sie kennt ihre Werte und sie tut entsprechend auch ihre Werte handeln. Sie weiß, was sie will in ihrem Leben. Sie sitzt auf ihrem Thron und sagt, das, was ich will, das kommt auch zu mir. Ja? Und wenn du jetzt merkst, dass du einfach mehr Ruhe brauchst, weil die Königin der Stäbe ist auch jemand, wo sehr viel tut, sehr viel verausgabt sich gern, ja, und hat viel auf dem Platt, auf dem Tisch und ist sehr Multitasking. Und manchmal ist es aber auch diese Selbstfürsorge ganz wichtig für die Königin der Stäbe. Aber damit hat die Königin der Stäbe keine Probleme, weil sie beherrscht die Macht der Energie. Die Königin der Stäbe, ihre Aufgabe ist, auf der Reise der kleinen Arkanen zu lernen, ihre Energien, ihre kreative Energien in der Richtung zu lenken, die sie gerne möchte. Durch den Ass der Stäbe, der für Selbstverwirklichung steht, geht sie ihre Reise bis zu der Königin oder König der Stäbe, die dann entsprechend lernen, ihre Willenskraft zu stärken, um das zu kämpfen, was sie möchten, mutig zu sein und Begeisterungsfähigkeit zu entwickeln, sich selbst zu bestimmen und vor allem, wenn du selbstständig bist, ja, und viel arbeitest, gerade weil die Königin der Stäbe die Selbstständigkeit auch repräsentieren oder dass du ein Unternehmen hast oder dass du eine Chefin bist oder dass du eine Mutter bist, womit viel zu tun hat, ist es wichtig, dir immer wieder eine Auszeit zu nehmen, um dich selbst zu kümmern. Und dich selbst zu verwirklichen, dich um die Dinge zu kümmern, die für dich wichtig sind und dich nicht in der dunklen Seite der Königin der Stäbe zu verlieren, wo diese Luxusbedürfnisse da sind oder die Selbstbeherrlichung, ja, oder die Minderwertigkeit. Komplexe, wo du dann einfach sagen tust, ich habe keine Zeit zu mich erholen. Das ist auch ein Glaubenssatz. Du hast immer Zeit zum dich erholen. Das musste ich jetzt auch lernen. Ich habe immer Angst gehabt, wenn ich jetzt mir Zeit nehme, um gesund zu werden, dann werden die Leute sauer auf mich oder ich verliere meine Kundschaften. Bis ich dann festgestellt habe, ich verliere Ehekundschaften, wenn ich nicht der Arbeit leiste, wo mir Spaß machen tut, sondern unter Zwang und ich dann erst recht krank werde. Ja, und da ist etwas, was du dann darfst lernen. Und die nächste Karte ist die sechste Stäbe. Die sechste Stäbe ist eine Anerkennungskarte. Ja? Und aber auch die Karte, das dich auffordert, hier, wo es notwendig ist, dass du dich um die Selbstfürsorge kümmerst, ist, dass du aufhören tust, immer auf die Dinge zu hören, was andere Leute dir sagen. Hör aber auch auf, die Anerkennung im Außen zu suchen, sondern schenke dir selbst diese Anerkennung, die du benötigen tust. Ja, die sechste Stäbe ist eigentlich eine positive Karte, die dich mehr oder weniger auffordert, immer die Anerkennung im Außen zu bekommen, ja, den Sieg zu errungen, aber vielleicht geht es einfach auch hier darum, dass du nach einer Zeit, wo du viel
Erfolge erlebt hast, wo du vielleicht viele Probleme gelöst hast oder viel dich mit Themen auseinandergesetzt hast, wie du Probleme lösen solltest in deinem Leben, dass du jetzt wirklich auch mal dir die Zeit nimmst, jetzt dich um dich selbst zu kümmern, ja, und einfach Selbstvertrauen zu entwickeln und vor allem da nicht dich zu verlieren in dem, was andere Leute von dir denken, sondern dir die Zeit zu nehmen, das zu tun, was für dich gut ist. Ja. Und die letzte Karte ist interessant, dass wir so viele Stäbekarten haben, ist der siebente Stäbe. Die siebente Stäbe spricht einfach dafür, dass du vermutlich in letzter Zeit mit sehr viel Neid und Missgunst im Außen zu tun hattest. Vielleicht hattest du auch mit Ellbogenkämpfen in der Firma zu tun. Vielleicht hast du einfach kontinuierlich die letzte Zeit, bist du immer wieder wegen deiner Überzeugungen angegriffen worden oder man hat dich auf deine Standfestigkeit geprüft, ja. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass du jetzt nach dieser Zeit des Kampfes und die ganzen Widerstände, wo du mit Neid und Missgunst zu tun hattest, oder dass du einfach vielleicht auch Streitigkeiten um dich herum hattest und Ellbogenkämpfe in der Firma geführt hast, dass du jetzt wirklich Zeit für dich nimmst, um Selbstfürsorge zu praktizieren. Warum ich dir das sage, ist, diese Karte spricht dafür, dass du über alles siegen kannst, aber erst, wenn du in deine Kraft bist. Wenn du keine Kraft mehr hast, wie willst du gegen all das im Außen kämpfen? Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wenn du schon in Kampf ziehst, dass du dafür sorgst, immer vorher deine Kelch gefüllt zu haben, bevor du einfach anderswo gehst und anderen hilfst. Nicht immer darauf zu achten, was andere Leute von dir denken oder was würden andere Leute von dir sagen. Das ist der sechste Stäbe, steht auch für Erfolg und Anerkennung im Außen. Vielleicht hast du viel getan, um Erfolg und Anerkennung zu bekommen und jetzt hast du Angst, wenn du jetzt ein bisschen Selbstfürsorge praktizierst, wirst du das verlieren. Wenn du das verlierst, dann waren es sowieso nicht die richtige Publikum. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil kein Mensch auf dieser Welt möchte jemanden, der so viel Dienstleistung bittet und andere hilft, krank sehen. Ja. Und wenn das niemand Verständnis dafür hat, dann waren es die falschen Leute. Also bitte achte darauf. Ja. Dann die Karte Break Free. It's time to break free from your guilt over past. Da benutze ich die Vampirkarten. Mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und bitte darum, dass mir gezeigt wird, wovor sich meine Community oder all die, die hierhin geführt werden sollten, befreien sollten oder wo müssen wir uns, von was müssen wir uns befreien, was sind die Themen, von denen wir uns befreien müssen, was sind die Situationen, von denen wir uns befreien müssen. Bitte zeig uns, was sind die Situationen, von denen wir uns befreien müssen. Kläre für mich, was das ist, wovor sich unsere Community, wir oder all die, die hierhin geführt werden, im Monat Oktober wissen sollten. Was sollten wir genau jetzt wissen über diese Karte Break Free? Wovor sollen sich oder worauf sollen wir uns fokussieren? Ja, schau mal, wir haben hier den 9. Schwerter. Befreie dich von deinen Ängsten, ja. Befreie dich von deinen Ängsten. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe im Fall echt momentan oft mal so um 4, 5 morgen oder manchmal sogar viel früher, um 3 so rum, wache ich immer wieder zur gleichen Zeit auf und habe Panikattacken, ja. Wo ich dann wirklich das Gefühl habe, boah, was ist das, ja. Und ich habe das Gefühl, das, was wir tagsdurch nicht verarbeiten oder uns davor drücken, zeigt sich dann oft in der Nacht. Und wovor du dich befreien sollst, ist nicht nur deine Schuldgefühle. Vielleicht, ja, vielleicht hast du Schuldgefühle wegen irgendetwas, was du in deiner Vergangenheit getan hast, der dich jetzt heimholt mit Saturn im Fische und dich auffordert, die gewisse Dinge in Ordnung zu bringen. Die 9. Schwerter repräsentiert für mich immer etwas, was in deinem Kopf stattfindet, aber nicht bewusst dich
dich belastet. Also es ist nicht in deinem Realität. Die Schwerter sind hier hinten, aber sie berühren den Personen überhaupt nicht. Ja? Und es ist einfach für mich immer auch diese Angst, befreie dich. Es ist Zeit, dich zu befreien von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von deinen Gewissenbissen, von deinen schlaflosen Nächten, von den Albträumen, von den Verzweiflungen. Es ist Zeit, sich frei zu machen von Reue, von Misserfolg, von Krisen, von Verlassenheitsängste, von Selbstzweifel, von Kummer, von qualvollen Gedanken und diese Angst zu nutzen als Wegweiser zur Reife. Ja. Und geh den Weg des Angstes, um dich davon zu befreien. Ja, ich habe das auch heute Nacht gemacht, wo ich dann heute früh wieder gegen 3 oder 4 wieder wach geworden bin und diese Panikattacke wieder da waren. Da habe ich einfach gesagt, okay, ich lasse sie einfach da sein. Ich steigere einfach diese Energie in mich auf. Ich glaube, ich hatte irgendeinen schlechten Albtraum gehabt und habe irgendwie davon geträumt, dass alle irgendwie tot rumlagen. Und da bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, was zum Henker soll denn bitte dieser Traum gewesen sein? Und das hat bei mir halt schon sehr viel Ängste ausgelöst. Und dann habe ich angefangen, diese Ängste anzuschauen. Und das ist auch das, befreie dich von all diesen Ängsten, Sorgen, Gewissenbissen, entweder indem du einfach ein klärendes Gespräch suchst oder aber, dass du wirklich dir helfen lässt, wenn Hilfe notwendig ist, oder aber du den Zweck erkennst von dem Ganzen, was passiert ist und in die Vergebung gehst mit dir selbst oder mit jemand anderem. Ja? Wovor sollen wir uns freibrechen? Oder vielleicht auch von der Angst, von dem Ganzen, was da draußen passiert. Wenn du zum Beispiel jemand bist, wo immer da im Fernsehen klebt und am Fernsehen guckt und immer nur Nachrichten schaut oder immer nur negative soziale Mediensachen anguckt, was als nächstes passieren wird, wie die Welt untergehen wird und dies und jenes, ja, das fütterst du in deine Energiefeld und das verursacht einfach all diese Negativität in deinem Feld. Denk daran, du bist der Schöpfer deines Lebens, ja. Und auch hier heißt es, brich dich frei, ja. Brich dich frei und guck mal, wir haben hier die Welt. Und die Welt sagt einfach, wovor du dich freibrechen sollst, ist das, was dich daran hindert, deinen Platz in dieser Welt zu finden. Ja, die Welt ist die schönste Karte allgemein im Tarot, weil es dafür spricht, es ist jetzt Zeit, einen alten Zyklus, an dem du klammerst, loszulassen. Die Welt ist immer die Aufforderung, ist deinen Platz einzunehmen, die Dinge zu einer Vollendung zu bringen, in die Harmonie zu kommen, deine Berufung zu leben, deine Aufgaben zu finden und das, vielleicht musst du dich von den Ängsten befreien, die dich daran hindert, deine Berufung zu leben, die dich daran hindert, deinen Platz in dieser Welt zu finden, die dich daran hindert, dein Glück zu leben. Ja? Und es ist wichtig für dich auch, dass du deine Widersprüche bewältigst und meisterst, die eben dich daran hindern, dich freizubrechen. Diese Widersprüche, wo dann einfach dir sagt, nein, ich kann ihn nicht vergeben, weil er das und das getan hat. Oder ich kann mir selbst nicht vergeben, weil ich dies und jenes getan habe. Das sind Widersprüche. Versuche dich mal davon zu befreien und komm in deine anfängliche Einheit. Hör auf, wegzurennen. Hör auf Abwägen zu kommen. Hör auf, zu stagnieren. Sondern nimm deinen Platz in dieser Leben ein und freue dich auf die schönen Dinge des Lebens. Ja. Noch eine Karte für Freibrechen für den Monat Oktober. Ja, das ist die 7. Scheibe. Übe dich in Geduld. Ja. Übe dich in Geduld. Deine Samen, die du gesät hast, die sind schon am Wachsen. Ja. Sie sind vielleicht noch nicht reif. Und fokussiere dich auf Wachstum, fokussiere dich auf die Dinge, die du gerne in deinem Leben haben möchtest und nicht auf die Dinge, die du nicht möchtest. Die 7. Scheibe ist wirklich eine von den wunderschönsten Karten, die allgemein überhaupt gibt, weil es repräsentiert, deine Mühen werden belohnt werden. Vielleicht musst du einfach etwas Geduld haben, bis die Dinge reif sind. Ja. Aber fokussiere dich, befreie dich von allem, was deine Stabilität stört, befreie dich von Ungeduld, befreie dich von Apathie, von Unmut, Voreiligkeit und vor allem von Dickfälligkeit. Ja? Und gib dir die Zeit, bring genug Geduld auf, um auf eine gute Entwicklung zu vertrauen. Fokussiere dich auf die gute Entwicklung der Dinge. Nähre die Dinge, die du wachsen möchtest, sehen, statt die Dinge, die du von denen du Angst hast, ja, fokussiere dich auf die guten Sachen. Ich höre mir jeden Tag ein bisschen hier, ein bisschen dort Channelings oder
astrologische Vorhersagen, damit ich mich dann auch für euch darauf vorbereiten kann. Und wenn ich dann mir zum Beispiel eine von diesen Channelings anhöre und der ist nicht mit mir, der geht mit mir nicht in Resonanz, dann sage ich, nein, nicht in meiner Realität. In meiner Realität entscheide ich mich dagegen, solche Botschaften zu verbreiten, wo Menschen Angst machen. Weil das macht schon genug die Mainstream, das macht schon genug die Welt. Da muss ich nicht auch noch meine Senf dazu beitragen. Meine Aufgabe ist, die Menschen aufzupäppeln, die Menschen etwas Positives zu bringen, die Menschen die Kraft zu geben, an das Gute zu glauben, das Licht zu halten. Und wir müssen uns einfach irgendwann mal als Lichtarbeiter dafür entscheiden, für was entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns, das Licht zu heben oder entscheiden wir, andere Menschen weiterhin Angst zu machen? Indem wir das, was im Außen passiert, auch noch unterstreichen, ja, und verbreiten. Ja. Wenn jemand zu dir kommt und eine falsche Glaube hat, eine falsche Einstellung dazu hat, versuche diese Menschen so positiv wie möglich auf dem richtigen Pfad zu bringen, aber ohne den Menschen jetzt wirklich den Boden unter die Füße zu reißen. Das ist das, was Lichtarbeiter tun. Ja. Fokussiere dich auf die Dinge, die du wachsen sehen möchtest und nicht auf die Dinge, die du zerstört werden sehen möchtest. So, dann schauen wir uns jetzt mal an mit der nächsten Karte, Trick or Treat Tarot, was es auf sich hat mit der Use Discernment, also Urteilsvermögen, nutze deine Urteilsvermögen. Dann schauen wir mal an, was der sagen möchte. Nutze eine gesunde Urteilsvermögen. Wo ist es notwendig, dass wir eine gesunde Urteilsvermögen benutzen, Spirit? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien, all denen, die hierhin geführt worden sind, mit der Bitte darum, mir zu zeigen, wo dürfen wir, warum ist dieser Nutzer-Urteilsvermögen da? Warum ist diese Karte Nutzer-Urteilsvermögen da, Spirit? Warum ist diese Karte Nutzer-Urteilsvermögen da? Für den Monat Oktober. Was sollten wir über diese Nutzer-Urteilsvermögen genau jetzt für den Monat Oktober wissen? Okay, wir haben hier einmal den Mond. Ja? Urteilsvermögen bedeutet einfach, fange einfach an, dich mit deinen Schattenthemen auseinanderzusetzen. Befreie dich von Illusionen und von Lügen, die entweder dir erzählt werden oder du die dir anhörst. Und stell dich deine Ängsten und deine Schattenthemen. Und wir haben die vierte Scheibe. Lass deine Ängste los, sagt er dir. Ja, lass einfach alles los, was dir nicht gut tut. Weil gerade beide dieser Karten sprechen eigentlich vom Loslassen. Ja, der Schatten spricht immer von dem Thema, schau dir deine Dunkelheit an, stell dich deine Ängsten, ja, und nutze deine Urteilsvermögen, um dich von all diesen angstmachenden Sachen zu distanzieren. Und wir haben hier den Eremiten, der dich auffordert, dich von diesen Massendenken, diesen Meinung von anderen zu distanzieren, nach innen zu schauen und deine eigene Stimme zu hören, statt immer wieder die Meinung von anderen Menschen zu hören, was sie dir da zu erzählen haben. Ja? Bei der Heldenreise ist der Mond für mich die dunkle Nacht der Seele. Ich erzähle meistens immer, wenn wir entweder gehen wir durch die Lichtseite oder durch die Schattenseite der dunklen Nacht der Seele auf der Heldenreise. Und wenn wir dann bei dem Mond angekommen sind, nachdem der Stern uns in die Heilung gezwungen hat, müssen wir, Heilung passiert nur durch die Begegnung mit der Schattenseite in uns, wo wir dann uns anfangen, befreie dich, nutze deine Urteilsvermögen. Wenn du zum Beispiel mit Themen der Unsicherheit, der Angst, Unklarheiten konfrontiert wirst, ja, nutze deine Urteilsvermögen, wenn es um deine ungestillte Sehnsüchte geht. Nutze deine gesunde Urteilsvermögen, wenn es um deine Illusionen geht, um deine Enttäuschungen geht. Und geh in dich hinein und stell dich, überwinde diesen Angstschwelle, um dahinter liegende Neuland zu sehen. Ja? Und dafür wirst du aufgefordert, diese Ängste loszulassen, die dich daran hindern, nach innen zu schauen, dich der Bilderwelt, deine Seele zuzuwenden. Die vierte Scheibe spricht immer einerseits
Vielleicht auch, wo du Angst vielleicht um deine Stabilitäten hast, deine Stabilitäten zu verlieren. Und wenn man dir da draußen erzählen tut, man nimmt dir alles weg und man will dir deine Rechte wegnehmen, man will dir deine Sicherheiten wegnehmen, dann befrei dich doch davon. Du hast doch eine freie Wahl zu entscheiden, ob du Ja dazu sagst oder Nein dazu sagst. Wenn irgendjemand zu mir kommt und einfach sagen tut zu mir, du musst morgen deine Tiere einschläfern, weil es mir nicht passt, dass du Tiere hast, gehe ich doch ganz sicher nicht hin und schlafe meine Tiere ein. Dann ist es mir scheißegal, was es dem anderen nicht passt. Ich mache es einfach nicht. Fertig. Und ich stehe dazu und ich wehre und treffe Entscheidungen, wie ich da vorgehen werde in so einem Fall. Weißt du? Und das Gleiche ist auch hier in dieser Situation, wenn du da Ängste hast, wenn du da Ängste um deine Sicherheiten hast, wenn du da Ängste um deine Geld hast, wenn du Sicherheiten um deine, sag mal, Stabilitäten hast, dann ist oder und versuch dich auch nicht in fixe Ideen anderer Leute zu verlieren, ja? Und wenn du selbst fixe Ideen über irgendetwas hast, dann ist die Zeit gekommen, dich davon zu befreien, ja? Und wirklich mal auch nach innen zu schauen und mal überlegen, wo verharre ich in dieser vertraute Elend, von dem ich jeden Tag mir aufgebrummt bekomme auf dem Tisch, und beginn jetzt einfach mal dich davon zu distanzieren, ja? Und klammere nicht an diese ganzen Geschichten, die man dir erzählt. Lass einfach los und vertraue einfach darauf, was. Geh in deine eigene gesunde Menschenverstand, ja? Und entscheide für dich selbst, was du in deinem Leben kreieren möchtest. Und das ist das, was der Eremit von dir verlangt. Der Eremit sagt, hey, schau nach innen. Zieh dich von diesem ganzen Lärm im Außen zurück, der dir nicht gut tut. Zieh dich zurück, geh in dich hinein. Finde erstmal dich selbst, bevor du deine Meinung von anderen Leuten aufgesetzt bekommst. Ruhe erstmal in dir selbst. Schirme dich von den Gedanken gut anderer Leute ab, die dir irgendetwas erzählen, wo einfach fragwürdig ist oder vielleicht nicht einmal die Wahrheit entspricht. Kristallisiere deine eigene Wille. Sei authentisch und ehrlich. Und geh deinen eigenen Weg, indem du dich selbst immer wieder selbst spiegelst. Und vor allem aber sprich von deiner Isolation und uneinsichtigen Meinungen aus. Dass manche Dinge müssen so laufen, wie du dir das Gefühl hast, dass es laufen sollte. Oder wenn andere Leute dir das aufstülpen, wie die Dinge sein sollten, dann geh in ein gesundes Urteilsvermögen und distanziere dich davon. Und sag, nö, in meiner Realität nicht. In meiner Realität passiert das nicht. Das ist es, wo du deine gesunde Urteilsvermögen nutzen darfst. Und erkenne deinen Wert. Da arbeite ich mit dem Witch Tarot. Wo soll meine Zuschauerin, meine Community ihren eigenen Wert erkennen, Spirit? Warum ist erkenne deinen eigenen Wert hier? Was hat es auf sich? Kläre bitte für uns für den Monat Oktober. Was sollten wir über den Monat Oktober 2023 wissen, wenn es um unsere eigene Wert geht? Was sollen wir über den Monat Oktober 2023 wissen, wenn es um unsere eigene Werte geht? Was sollten wir über den Monat Oktober 2023 wissen, wenn es um unsere eigene Werte geht? Ja, vierte Schwerte. Komm aus diesem Stillstand, aus dieser Energie der Krankseins, die entstanden ist durch irgendwelche Lug und Trug, die entweder wir selbst uns erzählen oder aber wir aufgrund von der vergangenen Erfahrungen, die wir durch Lug und Trug gemacht haben, uns selbst verbarrikadiert haben, in einen Stillstand reinkatapultiert haben, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du da ausbrichst, indem du erkennen tust, ich bin es wert, geliebt zu werden, ich bin es wert, Ehrlichkeit zu erfahren, ich bin es wert, Erfolg zu haben, ich bin es wert, gesund zu sein, wenn es jetzt zum Beispiel mit der Vier der Schwerter zu tun hat. Vier der Schwerter ist ein anhaltender Stillstand, in dem wir uns hineinkatapultiert haben durch irgendwelche Situationen, die in unserer Vergangenheit passiert sind mit dem Sieben der Schwerter, wo für Lug und Trug, Selbsttäuschungen, vielleicht auch Selbstlügen und Selbstbetrug betrifft, wo wir uns selbst da rein katapultiert haben, die dann aufgrund dessen
Weil hier sagt er, es ist wichtig, dass du dir selbst und anderen vergibst, damit du deine eigenen Werte erkennst. Und vielleicht hast du in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht gehabt, wo du dich selbst belogen und betrogen hast, indem du in eine ungesunde Partnerschaft geblieben bist, und das hat dann ein Ausmaß genommen, das dich so dermaßen verletzt hat, dass du dann danach Mauern um dich herum gezogen hast, aus Angst davor, wieder alte Verletzungen wiederholt zu erleben, in die Stagnation gegangen bist. Und Spirit sagt, hey, du bist es wert, geliebt zu werden. Ja, zieh doch einfach deine Mauern runter, hör auf, in diesem Kampfmodus zu sein, komm raus aus dieser Stagnation und öffne dich für neue Erfahrungen. Was passiert, ist vergangen. Ja? Und du kannst nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Für die anderen von euch, wenn es dann um andere Themen gegangen sind, wo ihr mit Lug und Trug zu tun hattet von außen, wo dann man Mauern hochzieht, weil man Angst davor hat, wieder verletzt zu werden. Wir haben den Chiron, der rückläufig ist. Und der Chiron gegenwärtig in Widder fordert von uns auf, dass wir uns wirklich mit unseren Verhärtungen, mit unseren Trotzhaltungen, mit unserer Ängste, Bedrohungen an Orte zu sehen, wo gar keine da sind, mit unserer Veränderungsunwilligkeit, mit verhärteten Fronten, mit der Angst des gebrannten Kindes, mit unserer Lernunwilligkeit, mit unserer Starrsinnigkeit, mit unseren alten Narben, die wir versuchen zu schonen, mit unserer Verbocktheit und Perfektionismus, mit unserer Unglück und Verzögerungen auseinanderzusetzen, damit wir Türen, die wir selbst verschlossen haben mit dem vierten Schwert, wo wir uns einfach in einen Stillstand hineinkatapultiert haben aufgrund von unserer Ängste, aufgrund von diesen Verletzungen, die damals passiert sind, ist jetzt die Zeit gekommen, sich da frei zu brechen. Ja? Wenn das eine Krankheit ist, ja, dann ist es frei, das ist deine Entscheidung, ob du die Krankheit so viel Macht gibst, dich zu beherrschen, durch die siebente Schwerter, oder aber du deine Glaubenssätze diesbezüglich veränderst und da ausbrichst, ja, und dir sagst, das, was andere mir erzählen, muss nicht die Wahrheit entsprechen. Ich entscheide, ob ich gesund oder krank bleibe. Ja. Und das Gleiche gilt auch für deinen Stillstand. Ja. Dieser Lug und Trug oder dieser Verrat oder was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, ja, das da hat dich in eine Stagnation hineinkatapultiert, aus dem du quasi nicht mehr rauskommst, oder du einfach aus Grund davon auf dem Angst davor, dass du dir das wieder passiert, hast du dich in einen Stillstand hineinkatapultiert, aus dem du quasi nicht mehr rauskommst. Du hast verhärtete Fronten geschaffen. Du bist unbeweglich geworden. Und Spirit sagt, du bist es wert, geliebt zu werden, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht bereit bist, erstmal diese Dinge da runterzulassen. Ja? Das hat auch mit dem Thema zu tun, was du vergangen, wovor du dich befreien sollst. Ja? Befreie dich von all dem, weil das war ja die Karte, die hier dir gesagt hat, break free. Ja. Befreie dich von all dem, was in der Vergangenheit passiert ist, ob es jetzt durch dich selbst entstanden ist oder durch Drittpersonen, das ist doch Vergangenheit. Du bist es wert. Wie sage ich immer so schön, es gibt keine Schuldige ohne Zukunft und es gibt keine Heilige ohne Vergangenheit. Ja. Vergib dir selbst, du bist es wert. Du selbst bist dein schlimmster Kritiker, weil das Universum, Spirit, Gott, die sind dir nicht böse. Die tragen dir nichts nach. Wir sind hier, um Fehler zu machen. Und wenn wir aber so dermaßen uns an diese Fehler erhängen, dass wir nicht mehr vorwärts kommen und dass wir uns selbst bestrafen, da kann das Universum für uns nichts anderes tun, als uns immer wieder darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen. Aber das war's. Ja, mehr kann er nicht tun. Okay, lass uns mal schauen, was du genau jetzt wissen solltest über den Monat Oktober 2023. Spirit, was ist wichtig für meine Community gerade jetzt zu wissen? Ich arbeite mit den Shadow and Light Orakelkarten von Lucy Cavendish. Spirit, was ist jetzt genau wichtig für uns zu wissen für den Monat Oktober 2023? Was ist wichtig für den Monat Oktober, genau jetzt wichtig für den Monat Oktober für uns zu wissen? Was sollten wir genau jetzt für den Monat Oktober 2023 wissen? Ja, Zuckerstange,
Engel, gönne dir was. Schau mal, es kommt immer und immer wieder. Ja, verbitte dir nichts, gönne dir was. Gönne dir eine schöne Zeit. Gönne dir eine Auszeit. Gönne dir eine Ruhepause, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja, natürlich möchte ich niemanden warten lassen, aber wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht und ich merke, dass ich einfach nicht vorwärts komme und ich muss nächste Woche auf eine Geschäftsreise und ich merke, dass es mir einfach gesundheitlich nicht gut geht, dann erzwinge ich nichts. Ja. Weil es bringt weder mir etwas noch den anderen. Und dann werde ich erst recht krank. Die Erfahrungen habe ich oft genug gemacht. Und dann gönne dir etwas. Und wir haben der Prinzessin Nautilus, großer persönlicher Wachstum. Erkenne einfach in all dem, was dir in deiner Vergangenheit passiert ist, dass es einfach zu einem höheren Ziel geführt hat, zu einem Wachstum geführt hat. Dass es für dich wichtig ist, dieser Wachstum. Ja? Und erkenne vielleicht auch das, dass es dieses Wachstum notwendig ist, damit du jetzt in deine Kraft kommst, damit du jetzt in deine Energie reinkommst. So. Spirit, bitte zeig mir, was ist jetzt genau wichtig für den Monat Oktober 2023 für meine Community, für meine wundervolle Seelen zu wissen. Zwischenwelt, diese Karte taucht immer wieder auf. Beistand und Wegegabelung. Ja, die Karte sagt eigentlich mehr als genug aus. Wenn du in diesem Monat Oktober an eine Wegegabelung kommst, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Diese Wegegabelung kann mit vieles zu tun haben. Wir gucken jetzt das noch natürlich an. Ich benutze der Tarot Grand Luxe, um zu schauen, was das für Entscheidungen da sind. Ich kläre mal. Für den Beistand und für die Zwischenwelt brauche ich nichts, aber einfach für die Wegegabelung, um was für Entscheidungen hier geht. Spirit, bitte zeig mir, was hat das mit dieser Wegegabelung auf sich für den Monat Oktober? Was hat es mit der Wegegabelung auf sich für den Monat Oktober 2023? Kläre bitte für mich Wegegabelung für den Monat Oktober 2023. Stäbe, ja, der fünfte Stäbe, die Konflikte, ja. Es gibt irgendwann einmal, vielleicht hat es auch mit den Konflikten im Außen zu tun oder mit emotionalen und mentalen Konflikten zu tun. Vielleicht geht es einfach auch darum, warum ist der fünfte Stäbe hier, Spirit? Kannst du mir bitte zeigen, warum der fünfte Stäbe hier ist? Ja, es geht um Herzensentscheidungen, es geht um Vergangenheit, es geht um Liebe natürlich auch. Ja, weil die Waage ist der Monat der Liebe. Ja. Vielleicht geht es hier darum, dass du hier mit jemandem in der Vergangenheit, weil wir haben auch hier die Vergangenheit, ja, das sechste Scheibe, dass du hier vielleicht mit jemandem verheiratet warst, weil der zehnte Scheibe steht auch für verheiratet sein. Wenn es vielleicht hier bei dir zum Beispiel um etwas geht aus deiner Vergangenheit, um eine Person aus deiner Vergangenheit geht, mit dem du verheiratet gewesen bist oder zumindest mal eine Herzensentscheidung getroffen hat, es zu heiraten und Kinder zu kriegen. Vielleicht sind auch Kinder hier involviert. Ja? Dass du hier vielleicht diese Konflikte, dass du vor eine Wegegabelung kommst, diese Konflikte zu lösen. Ja? Wenn es hier nicht um eine Beziehung geht aus deiner Vergangenheit, die du loslassen solltest, an dem du vielleicht sehr lange festgehalten hast. Vielleicht ist es aber auch irgendjemand aus deiner Vergangenheit, wo zurückkehren wird. Ja? Das haben wir schon die ganze Zeit, dass jemand aus deiner Vergangenheit zurückkehren wird, mit dem du vielleicht ein Kind hattest oder vielleicht sehr lange zurückliegt in deiner Vergangenheit, der vielleicht auch jünger war, weil die sechste... Für jeder von euch wird eine andere Geschichte dabei sein. Bitte pick für dich das raus, was wichtig ist. Ja? Für die eine von euch habt ihr mit jemandem zu tun, mit dem ihr vielleicht eine Ehe geführt habt, wo Kinder involviert sind. Und diese Person ist damals vielleicht in einen Konflikt auseinandergegangen. Vielleicht kommt diese Person jetzt im Oktober zurück und möchte diesen Konflikt lösen. Und du kommst vor eine Wegegabelung. Ja? Du kommst vor eine Wegegabelung, entweder das Alte wieder aufzunehmen oder komplett in das Neue zu gehen. Und wisse, dass wenn das passiert, du hier Beistand und Unterstützung bekommst, aber nimm auch Unterstützung und Hilfe an, bevor du hier eine Entscheidung triffst. Höre dir genau an, was der Person dir sagt und vor allem überprüfe, ob die Energien dieser Menschen sich wirklich verändert haben. Ja. Für die anderen von euch, die vielleicht mit jemandem zu tun haben aus der Vergangenheit, mit dem du wirklich geglaubt hast, das ist der Jackpot, mit dem du wirklich geglaubt hast, dass das
das Wichtige ist und das aber aufgrund einem Familienimperium auseinandergegangen ist, weil die 10. Scheibe ist ein Familienimperium, ja, wo vielleicht eine Familie da die Finger drin hat als Drittperson oder diese Person sich lieber für materielle Sicherheiten entschieden hat, wenn es jetzt keine Familienimperium wäre, ja, für Karriere entschieden hat und dadurch Konflikte entstanden sind in der Vergangenheit, kann sein, dass diese Person wieder zurückkehrt und du darfst das da auch loslassen. Wir haben gesehen, du sollst ja etwas vergeben für diesen Monat. Ja, und da Konflikte gegeben hat, vielleicht wirst du auch in diesem Monat Konflikte haben, hier vor der Wegegabelung. Du weißt nicht, zwischen deinem Kopf und deinem Herz zu entscheiden, was ist jetzt richtig. Auch hier bist du aufgefordert, diese Zwischenwelt zu beachten. Das Alte ist noch nicht ganz weg, das Neue ist noch nicht entstanden. Und auch hier die Unterstützung zu holen für die dritte Gruppe von euch, wo es dann hier überhaupt um keine Beziehung geht, sondern vielleicht um eine Karriere geht, vielleicht um eine berufliche Situation geht, ja, wo vielleicht ein Kindheitswunsch gewesen ist, ja, oder vielleicht auch mit Kindern zu tun hat. Ja, mit Kinderarbeiten zu tun hat, weil das ist für mich auch immer mit Kindern verbunden, dann wirst du hier aufgefordert, wenn du in einem Konflikt bist, was du hier machen solltest, wirst du hier aufgefordert, eventuell, vielleicht ist es auch ein Familienbetrieb, ja, deinem Herzenswunsch zu folgen. Ja, da wirklich deinen Herzenswunsch zu folgen, auf dein Herz zu hören, weil die Liebenden repräsentiert immer in der ersten Linie, triff Entscheidungen aus dem Herzen und nicht aus dem Kopf heraus. Ja. Also hier sind verschiedene Geschichten vorhanden, bitte pickt sich jeder für sich aus, was seine Geschichte sein wird. Ja. Okay, dann haben wir das da auch geklärt und jetzt schauen wir noch, was möchte dann das Universum dir auf dem Weg mitgeben für den Monat Oktober 2023? Was ist der Ratschlag vom Universum an dich für den Monat Oktober 2023? Spirit, was ist euer Ratschlag an uns für den Monat Oktober 2023. Worauf müssen wir besonders achten im Monat Oktober 2023? Wir haben People, Menschen. Worauf müssen wir im Monat Oktober 2023 besonders achten? Was ist genau jetzt wichtig für uns zu wissen für den Monat Oktober? Wahrheit. Was ist gerade jetzt wichtig für uns zu wissen? Das sind übrigens die Dream Readings Cards. Hoppala, das ist noch ein Fehler gewesen. Ich werde sie als Unterstützungskarte nehmen. Dann haben wir die Leadership. Oh Gott, das sind viele Karten. Prosperity, Birth. Ne, ich muss da noch mischen. Also wenn da 10 Karten rausfliegen, kann ich sie auch nicht als Ratschlag nehmen. Weiter, Spirit, magst du mir bitte noch eine Karte geben? Was? Okay, 2. Freiheit und Heilung. Ja, also ich habe so das Gefühl, es geht hier sehr, sehr stark um Heilungsthemen. Ja, für jeder von euch wird vielleicht eine von diesen Themen von Bedeutung und Wichtigkeit sein. Als allererster haben wir mit der Karte People zu tun, die Zahl 11. Achte darauf, ob du oft die Zahl 11 siehst. Ja, und da geht es einfach darum, dass du hier überprüfen tust in diesem Monat, wie du oder wann und wie oder wo du dich unter deinen Wert fühlst oder minderwertig oder entmutigt fühlst, ja. Und vor allem dich mal damit auseinandersetzt, ob du mit der Masse mitgehen möchtest oder dass du dein eigenes Potenzial entwickeln möchtest, ja. Welche ideale Qualitäten möchtest du dir aneignen? Das heißt auch nicht dich von anderen Personen bewerten lassen, sondern deine eigenen Werte finden. Das haben wir auch gesehen, ja. You are worthy, ja. Willst du mit der Masse mitgehen oder hebst du dich von der Masse ab? Und das bedeutet vielleicht eine Weile lang alleine zu gehen, bis du die richtigen Menschen in deinem Leben anziehst. Aber wisse, dass das kommen wird. Ich bin auch diesen Weg eine Weile alleine gegangen. Als ich dann diesen Weg gegangen bin, hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und viele Menschen haben sich von mir abgewandt. Und es war eine schmerzhafte Zeit, aber je mehr ich mir treu geblieben bin, desto mehr habe ich Menschen in meinem Leben angezogen, die genauso denken. Und die sind heute meine besten Freunde und ich bin unendlich dankbar dafür. Also vertraue, dass das Universum immer alles ersetzt durch etwas viel Besseres. Und dann haben wir die Wahrheit. Ja? Remain authentic to your core values. Was das Universum dir sagt, ist, bleib deine Werte treu.
was auch immer im Außen geschieht, bleib im Monat Oktober deine Werte treu. Und dass die Wahrheit könnte maskiert sein, das heißt, dass das, was man uns zeigt, nicht die Wahrheit entspricht, so sei objektiv, wenn du damit umgehst. Das heißt, glaub nicht alles, was man dir erzählt. Das ist auch das gewesen, was uns als Hauptkarte gekommen ist. Ja? Und wenn es um emotionale Situationen geht, pass bitte auf, weil die Wahrheit könnte maskiert sein, egal in welcher Form auch immer. Und überprüfe die Bereiche deines Lebens, wo nicht in kompletter Wahrheit sich befinden. Weil Wahrheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Authentizität und Wahrheit wird in diesem Monat für dich sehr wichtig werden. Überprüfe genau, in welche Bereiche deines Lebens du nicht deine Wahrheit lebst oder du dich selbst belügst oder du dich klein machst oder du Dinge entschuldigst, die einfach nicht in Ordnung sind, nur damit du die Komfortzone nicht verlassen musst, nur damit du dich nicht mit unangenehmen Dingen befassen musst, nur damit du nicht irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Ja? Das ist etwas Wichtiges, weil keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Und Selbstlüge ist die schlimmste Lüge. Und die beste Lüge sind die Lügen, die wir uns selbst erzählen, die wir auch noch glauben. Ja? Und komm in die Führungsqualitäten. Du bist nicht mehr länger eine Bindeglied, also zum Beispiel eine unterstützende Persönlichkeit in der Masse, sondern es ist jetzt die Zeit gekommen, dass du in deine Führungsposition aufsteigst. Nicht mit der Masse mitgehen, sondern anfangen, du die Masse zu führen. Ja? Und nimm jetzt die Initiative und fang an, anderen den Weg zu weisen. Du wirst dafür verurteilt werden, natürlich. Die Menschen haben immer etwas zu verurteilen. Und vielleicht wirst du auch bei den Menschen in deinem Umfeld dafür verurteilt werden. Aber du wirst auch solche haben, die dich verehren werden. Dann haben wir die Karte Freiheit, bricht dich frei. Also wir haben hier einmal die Karte, die Zahl 50 für diejenigen, die zum Beispiel, ich würde euch empfehlen, die Botschaften so zu sehen. Wenn du sehr oft die Zahl 55 oder 50 siehst, dann hat es mit dieser Karte zu tun. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr oft die Zahl 37 siehst oder 10, ja, weil 37 ist Quersumme 10, dann hat das mit dem zu tun. Wenn du sehr oft der Zahl 44 siehst, dann hat das mit der Wahrheit zu tun. Wenn du oft der Zahl 11 siehst, dann hat das mit dem zu tun, wo du mit der Masse mitgehst und wo du dich befreien sollst. Nutze die Karten so, ja. Und die Freiheit sagt dir, befreie dich von deinen limitierten Glaubenssätzen und Mustern. Und sei eine Advokat für Freiheit, sodass andere sich auch befreien können. Indem du frei Entscheidungen triffst, indem du Freiheit lebst, bist du ein Beispiel für andere, die Angst davor haben, das zu tun. Das ist auch immer dieses Beispiel, die ich immer bringe. Eine Lichtsäule rennt nicht die Schiffe hinterher und sagt ihnen, hey, hier bin ich, sondern der ist da und leuchtet einfach. Und die Schiffe, die zu ihm wollen, die werden den Weg zu ihm finden. Ja? Und das ist es genau das, wenn du deine Träumen folgst, indem du frei deine Träume lebst, indem du dich befreist von limitierten Glaubenssätzen, von dir selbst, von anderen Menschen, von Familien, von keine Ahnung was, von der Meinung anderer Menschen, wie zum Beispiel viele, wo uns sagen, wir Orakelkarten legen, wie Tarot legen, wären Scharlatane. Ja? Befrei dich von diesen Glaubenssätzen, von diesen Menschen. Das ist ihre Glaubenssätze, hat mit dir doch gar nichts zu tun. Du tust das aus Leidenschaft. Du tust das, weil es dir anderen Menschen hilft. Du tust das, weil es dir hilft. Du hast einen anderen Glaubenssatz. Du musst nicht der Meinung anderer Menschen folgen. Wenn für ihn das so ist, ist das sein Problem, nicht dein Problem. Mach es also bitte nicht zu deinem Problem. Und dadurch bist du ein Beispiel für andere, ihrer Leidenschaft zu folgen. Weil sie sehen, hey, die macht das und die ist erfolgreich. Und sie lässt sich nicht unterkriegen. So möchte ich auch sein. Wir haben alle irgendwo da draußen Idole, die zu denen wir hochgucken, wo sagen, wir wollen auch so sein wie die. Ja, für mich ist das zum Beispiel Keanu Reeves, wo ich einfach sage, wie kann man so menschlich und so bodenständig bleiben, bei so viel Geld, das man hat, bei so viel Charakter, den man zeigt. Ja, dass man die Menschlichkeit dabei nicht verliert. Dass man einfach natürlich und normal bleiben kann. Egal wie viel Schlimmes man durchgemacht hat, und der Mensch hat wirklich Schlimmes durchgemacht. Und trotzdem ist er menschlich geblieben. Und das ist mein Idol, den ich folge und sage, so möchte ich auch sein. Und jeder von uns hat eine.
Und das ist das. Er tut nichts. Er kommt nicht zu mir und sagt mir, hey, werde so wie ich. Oder predigt, wie man sein sollte. Sondern er ist frei und er lebt seine Freiheit. Er zeigt, dass man auch in so einem großen Konzern wie Hollywood, wo nur von Korruption besteht, auch gut sein kann. Und trotzdem erfolgreich sein kann. Ja? Und unshackle the chains that binds you from being the person you want to be. Ja, befreie dich von diesen Ketten, die dich daran hindert, der Mensch zu sein, der du sein möchtest. Ja, du musst nicht jemand sein, das andere von dir verlangen. Und ich gucke auf die Uhr und es ist gerade 11.11 Uhr. Ja, das ist die Bestätigung für dich. Befreie dich von den Ketten, die dich daran hindern, frei zu sein. Und der zu sein, der du sein möchtest. Und vielleicht fordert das dir auf, vielleicht siehst du die Zahl 51, Quersumme 6, 666, dann geht es um Heilung. Und hier sagt die Karte, heile deine vergangenen Wunden mit Vergebung und Achtsamkeit. Ja? Überprüfe, was für Verletzungen aus deiner Vergangenheit vielleicht jetzt in deinem Leben kommen durch eine Drittperson oder durch Erfahrungen, die du selbst gemacht hast, wo Menschen aus deiner Vergangenheit zurückkehren, die dich mit deinen alten Verletzungen konfrontieren, wo es darum geht, dich selbst und anderen zu vergeben. Ja? Und dann kannst du auch alte Verletzungen heilen. Und sei du selber. Indem du dich selbst heilst, kannst du eine heilende Kraft für anderen werden. Und physische Heilung kann erst geschehen, wenn du dich mit deinen Wunden, die diese physischen Krankheiten geschaffen haben, konfrontierst und anschaust. Wunderschön. So, ich beende jetzt dieses Reading, indem wir Universum darum bitten, uns eine Botschaft mitzugeben für den Monat Oktober 2023. Da werde ich die Healing Spirits Karten benutzen und die Solitary Witch Tarot Karten und The Witch. Ich muss die aber alle lesen, weil ich sie noch nicht kenne. Spirit, was ist dein Ratschlag an uns für den Monat Oktober? Was ist deine Botschaft an uns für den Monat Oktober 2023, Spirit? Listen to the voice within when it persists. Ja. Höre auf die Stimme in dir, wenn es erscheint. Oder wenn es anfangen tut zu drücken, dann fang an, auf die Stimme im Innen zu hören. Und die sagt, in the world around you seems turbulent, stop. Wenn die Welt um dich herum turbulent wird, stoppe. Bleib du stehen. Geh nicht mit diesen Turbulenzen mit. Und verbinde dich mit der geistigen Welt und hol Unterstützung und Hilfe. Das mache ich jedes Mal. Und hab keine Angst vor Veränderungen. Umarme es und wachse daran. Das mal die eine Botschaft von dieser Karten. Dann nehme ich die Witch-Karte und das heißt Woman in Total Control of Herself. Das ist die Abkürzung Witch. So, da brauche ich noch das Riesenbuch dazu. Spirit, was möchtest du uns für den Monat Oktober genau jetzt wissen lassen? Was für eine Unterstützung bekommen wir von dir für den Monat Oktober 2023? Alchemist of Pain. Das könnte sogar ich verstehen. Ja? Man kann aus dem Schmerz Magie erschaffen. Ja? Alchemist of Pain. Wir schauen aber, was die Botschaft ist. Und die zweite Karte ist, oh mein Gott, ist die schön. Medicine Woman. Ja?
Dann schauen wir mal an, was die Botschaft von Spirit hier ist. Und 34. Alchemist of Pain. Pain is a sacred ally. Schmerz ist eine heilige Verbündete. Suffering is a devourer of the psyche. Und Leiden ist eine devourer. Müsste ich mal gucken, was das heißt. Das Wort noch nie gehört. Eine Verschlinge der Psyche. We cannot control pain, it happens. Wir können Schmerz nicht kontrollieren, es geschieht. But we do have some influence over how much we suffer. Aber wir haben Kontrolle darüber, wie weit wir darunter leiden möchten. When we hold on to the injustice of pain, it can turn into suffering. Wenn wir an den Ungerechtigkeit des Schmerzens festhalten, kann es zu ein Leid werden. So and so it behooves us to release the pain through the healing power of creativity. Und so zwingt er uns dazu, den Schmerz loszulassen, indem wir durch die heilende Kraft der Kreativität gehen. When we sing our sorrows, wenn wir unsere Tränen oder unsere Leid singen, dance our turmoils, durch unsere Schmerz tanzen oder Hochs und Abs tanzen, or otherwise alchemize our hurt into art, oder anders wir unseren Schmerz in eine Art oder in eine Kunst verwandeln. We offer the pain back to the earth. So geben wir den Schmerz zurück an die Erde, while also blessing it with our offerings of beauty. Während wir es segnen mit der Schönheit mit der Schönheit der, wir es mit Schönheit anbieten. Ja, das wäre es. Diese sacred alchemy that comes only after grief. Diese heilige Alchemie kommt nur nach dem Trauer, nachdem wir getrauert haben. A witch, also eine Woman, welche sich selbst unter Kontrolle hat, knows she must grieve first, weiß, dass sie erst trauern muss. Giving her heart the space it needs to bleed out all the message that will diminish her. Gibt, dass sie weiß, dass sie ihrem Herz den Raum geben muss, auszubluten all die Botschaften, die sie niederreißt. Ignore the voice that suggests you should be over it by now. Ignoriere der Stimme in dir, der dir sagt, du müsstest schon längst darüber hinweg sein. Or tell your grief, look one way, but not another. Oder sag deinem Trauer, schau auf eine Seite, aber nicht auf der andere. Or suggest that you somehow deserve this pain. Oder denk auch nicht daran, dass du irgendetwas wie diesen Schmerz verdienst. The medicine you need to heal is actually inside the wound. Die Medizin, die du brauchst, um zu heilen, ist bereits schon in die Wunde. So let it bleed out. So lass es ausbluten. Empty the wounds of pain and empty your heart of tears. Befreie die Wunde von Schmerz und befreie dein Herz von Tränen. Only when you are willing to sit with your agony and companion, your sorrow will be sensed, the medicine rising. Nur wenn du dich bereit erklärst, mit deiner ich muss das Wort auf Deutsch finden, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, mit deiner Verbündete und Qual, genau, mit deiner Qual als Verbündete zusammenzusitzen, wird deine Schmerz, deine Leid zu einer Medizin werden. It may come slowly, es wird vielleicht langsam kommen, but over time you will sense an ache
to create something from this void. Aber mit der Zeit wirst du das Bedürfnis danach verspüren, von dieser Leere etwas zu kreieren. A witch rises when she answers the call to alchemize her pain into a creative offering. Eine Woman, die komplett in Kontrolle von sich selbst ist, erwacht, wenn sie die Antwort der Alchemisten in den Schmerz durch eine kreative Opfergabe beantwortet. This is your time to grieve. Jetzt ist die Zeit für dich gekommen, zu trauern und zu heilen. Wisse das, die Auferstehung wird kommen. Wow. Da gibt es irgendetwas, was bei dir geheilt werden muss. Und diese Medicine Woman habe ich, glaube ich, mit dem zu tun. Ich glaube, dass das Universum dir sagt, nachdem du das hinter dich gebracht hast, wirst du zu dieser Medicine Woman werden. Aber wir gucken gleich. Fühlt sich zumindest für mich so an. 34,7. Now is the time for self-healing. Jetzt ist die Zeit für Selbstheilung. Through the wisdom of the medicine woman who lives in you. Durch das Weisheit der Medizinfrau, die in dir lebt. She knows that every illness has an emotional component. Sie weiß, dass jede Krankheit eine emotionale Komponente hat. Like the raven is connected to the material world of the underworld. Wie der Rabe, der durch die Materie mit der Unterwelt verbunden ist, so is your surface wound tied to a deep internal realm of emotion. So ist auch deine oberflächliche Wunde verbunden mit deiner tiefe emotionale Welt verbunden. She urges you to kindle the warm, gentle ember and unconditional self-acceptance with the fierce love of Mama Bear. Sie fordert dich auf, mit einer liebevollen und konditionfreie Selbstakzeptanz mit der starken Liebe der Mutter Bär, das ist auch dieser Bär, wo du dort zeigst, in die Heilung zu gehen, die dich während dieser Zeiten beschützt und dir Grenzen aufzeigt. Here is the voice that warns you to get up from the table when love is no longer being served. Hers is the voice, ihr ist die Stimme, die dich warnt, von dem Tisch aufzustehen, wenn Liebe nicht mehr serviert wird. And to go where you are, celebrated rather than showing up again and again where you are murderly tolerated. Ja, sie sagt dir, das ist ihre Stimme, die dir sagt, dort, wo die Liebe nicht mehr serviert wird, ist die Zeit, dass du aufstehst und gehst. Und dorthin gehst, wo du gefeiert wirst, statt immer und immer wieder dort aufzutauchen, wo du nur toleriert wirst. Das ist für dich eine wichtige Botschaft, meine Liebe. A witch knows her first and best healer is her own self. Eine Woman, die sich selbst geheilt hat, weiß, dass ihre beste Heiler, ihre erste und beste Heiler sie selbst ist. She has come to understand that people shows you who they are through their action and her job is to believe them the first time. Sie ist zu dem Verständnis gekommen, dass Menschen ihre Verhalten, also ihre Charakter zeigen durch Handeln und ihre Aufgabe ist, das auch direkt beim ersten Mal zu glauben und nicht zu entschuldigen. Rather than looking outward, expecting her people or circumstances to change in order for her to feel better. Anstelle, dass sie darauf wartet, dass die Menschen und die Umstände sich im Außen verändern, damit sie sich besser fühlen tut. She challenges her own doubts and beliefs when wounded. Sie fordert ihre eigenen Gedanken und Glaubenssätze heraus, wenn sie verletzt ist. Tending the hurt with tender ferocity. Indem sie die Verletzungen oder die Wunden mit liebevoller, ich bin gerade das Wort am Suchen, Wildheit, mit liebevoller Wildheit nährt. This kind of self-tending takes time to develop. Diese Art und Weise, sich selbst zu bemuttern, braucht Zeit, which is why it's the realm of the crone. Deswegen heißt es auch die Quelle, also the realm of the crone, weiß ich nicht, wie man das übersetzt, sorry. Which is why it's the realm of the crone. Ich muss mal gucken, was da ergibt. Eine Sekunde.
realm of the crown. Reich des Reiches heißen die. Keine Ahnung, was das bedeutet. Tut mir leid. Realm. Reich der Alten, glaube ich, heißt das richtig. If you are struggling with illness or injury or experiencing disappointment, sadness, hurt of rejection today, seek out the medicine woman inside of you. She knows how precious you are and will aid you with love, both gentle and fierce. Wenn du jetzt mit deiner Krankheit oder mit deiner Verletzung oder Enttäuschung, Trauer oder Schmerz der Ablehnung konfrontiert bist, suche die Medizinfrau in dir selbst. Sie weiß genau, wie sie dir helfen soll, mit Liebe, beides, hart und wild. Also liebevoll und auch wild wird sie dir helfen, in die Heilung zu gehen. Tut mir leid, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil die Karten sind neu und ich kenne sie nicht. Deswegen muss ich die Botschaften lesen. Und die letzte Karte. Botschaft von Spirit an uns. Wow, the Beltane Lover. Auch immer das sein sollte. In irgendeinem Reading hieß es doch, dass in Oktober beginnt ein neuer romantischer Zyklus. Entweder lässt du etwas Altes los und lässt was Neues rein, oder du beginnst komplett was Neues. The comforts of Friendship, die Komfort der Freundschaft und Samhain Sending. Wie süß ist das denn? Perfekt zum Halloween passt, zu unserer Samhain passt. Und dann schauen wir mal an, was ist die Botschaft von dieser Karten an dich? Und zwar The Beltane Lover sagt, Honeymoon, time of romance, love, sensual pleasure, freedom to choose a lover and to let them go if you desire. Ja, das war das, was ich vorhin gesagt habe bei der Taros. Also eine Hochzeit steht hier bevor, Zeit, eine neue romantische Zyklus beginnt, eine liebende, eine sexuelle Erfahrung, wunderschön, eine Freiheit, aber dich für eine neue Liebe zu entscheiden oder sie gehen zu lassen, wenn du es dir wünschst. Deswegen habe ich gesagt, es kann sein, dass jemand zurückkehrt und du kannst abschließen. Das haben wir aber auch schon in dem letzten Reading gehabt mit der Partnerschaft, dass es kann sein, dass jemand aus deiner Vergangenheit kommt und das ist dann deine Entscheidung, ob du dann einen Abschluss findest, beide euch befreist von euren Qualen und dann dich für etwas Neues öffnest oder ihr hier wieder zusammenkommt. Ja, das, die Entscheidung, die überlasse ich jedem selbst. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist und wenn dein Gegenüber kommt, in was für eine Verfassung der ist und ob der sich geändert hat oder nicht geändert hat. Das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle und das erkennst du mit der Medicine Woman, die du vorhin hattest. Sie sagt dir, wenn du an einem Tisch bist und du bist willkommen, dann bleib sitzen. Wenn du nicht willkommen bist, dann warte nicht darauf, dass die Situation sich verändert, sondern steh auf und geh dahin, wo du willkommen bist. Ja? Das heißt, wenn dein Gegenüber kommt und du wieder das Gefühl hast, dass du nicht an erster Stelle bist, dann steh auf und geh. Ja, das ist für dich einfach wichtig zu wissen. Und jetzt haben wir the comforts of friends. Das hat aber wahrscheinlich mit deinen Freundschaften zu tun. Der Komfort deiner Freunde. Und der spricht dafür, ja, dass du Seelenfreunde begegnen wirst. Menschen, die aus deinen Seelenfamilien sind. Langhaltende Freundschaften. Und du wirst von Menschen umgeben werden, die dich verstehen und gleich ticken wie du. Wunderschön. Und also Spirit wird dich zu diesen Menschen führen. Und a Samhain Sending, das hat wahrscheinlich mit unserer Ahnen zu tun, weil in dieser Zeit ist ja der Schleier zu unserer Ahnen sehr, sehr schmal. A message or message to call you back to your true work. Eine Nachricht, der einen Überbringer von einer Nachricht oder eine Nachricht, die dich darauf
auffordert dich, zu deinem wahren Werk zurückzurufen. A beautiful break from routine comes to an end. Eine wunderschöne Bruch in deiner Routine, also dort, wo du in einer Routine warst die ganze Zeit, das bricht jetzt. What has been gifted will stay with you always. Was dir jetzt geschenkt wird, wird für immer bei dir bleiben. An enriching time, eine bereichernde Zeit. Preparing for a serious period, bereite dich auf eine seriöse Zeit vor. Earnest work, was ist das? Eine feste Arbeit, eine ernsthafte Arbeit, eine Arbeit, die du mit deinem Herzen dabei bist. Responsibilities that are also a joy. Verantwortungen, die dir auch Freude machen. Und a reminder where your heart lies. Und eine Erinnerung, wo dein Herz liegt. Ja, meine Seelensterne, ich denke, die Botschaften für den Juli waren sehr konform mit dem, was ich innerlich für mich gespürt habe. Wo ich dann auch gesagt habe, wo ich da jetzt diese Botschaften, die letzten energetische Botschaften mir angehört habe, selbst, ganz ehrlich, selbst die, die ich mir gerne anhöre, sind so indoktriniert durch ihre Negativität und dieser Kanal war für mich einfach nicht mehr stimmig. Ja, wo ich einfach gesagt habe, nee, wenn man anfangen tut, Menschen Angst zu machen, mit den Botschaften, auch wenn sie sagt, ja, meine Botschaft ist nicht, dir Angst machen zu wollen, aber es ist ganz klar und deutlich so rübergekommen, dann habe ich so für mich gedacht, also doch Angst machen wollen. Ja, also deine Botschaft ist nicht, anderen Angst machen zu wollen, aber du hast jetzt das einfach so bekommen und jetzt machst du also doch Angst. Und das sind so Dinge, wo ich dann einfach direkt innerlich spüre, nö, das ist nicht meine Welt, mit dem will ich nichts zu tun haben und diese Botschaften will ich auch nicht weitergeben. Die Welt ist schon brutal genug, die sehen wir auch. Wir sind keine Kleinkinder, die unsere Augen vor der Realität verschließen. Aber meine Aufgabe ist nicht, Angst und Schmerz und Kummer zu verbreiten. Das machen schon genug die Medien. Meine Aufgabe ist, dich durch diesen Zeit, diese schwere Zeit, die wir jetzt alle durchlaufen, so weit zu unterstützen, dass du deinen Fokus kannst auf das Positive, was diese Zeit dir bringt, lenken, statt auf das Negative. Ich sage nicht, dass die Zeit leichter wird. Ist nicht der Fall. Und wir leben auch nicht in einer Illusion, sondern ich sage dir, du hast die Macht in dir, durch deine Gedankenkraft zu entscheiden, welche der Realitäten du erschaffen möchtest. Möchtest du die Realität erschaffen, die man dir erzählen tut, wo mit Angst und mit Bange, mit Krieg und mit Kontrolle zu tun hat? Oder möchtest du die Realität erschaffen, die für dich in dem Moment realistisch und gut ist, nämlich, dass die Menschen erwachen, was nicht abwegig ist, weil je mehr Schmerz stattfindet im Außen, desto mehr wachen Menschen auf. Und das ist der Fall. Ich erkenne sehr, sehr viele Menschen um mich herum. Ich hatte gestern schon ein Treffen mit meinen Arbeitskolleginnen, die zum Beispiel auch alle geimpft sind und die haben alle gesagt, die lassen uns nicht mehr impfen. Das ist vorbei. Ne? Egal, wie sehr die uns zwingen, das wird nicht mehr passieren. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage, es sind sehr viele Menschen erwacht und das ist auf das, worauf ich mich fokussieren möchte. Und weißt du was? Das, worauf ich mich fokussiere, das manifestiere ich auch. Ja? Und das ist das, wo ich dich möchte einladen, deinen Fokus zu legen. Meine Aufgabe ist nicht, wenn du gerne einen Kanal hast, wo Verschwörungstheorien ausbreitet oder verbreitet oder dich in Angst und Bange versucht festzuhalten, bist du bei mir auf der falschen Kanal, weil ich das versuche, so realistisch wie möglich zu betrachten, aber ich bin einfach ein Mensch, wo gelernt hat, durch die dunkle Nacht der Seele zu gehen und ich habe wirklich viele dunkle Nacht der Seelen gehabt und ich habe alles überlebt. Und wenn ich meinen Fokus nur auf das gelegt hätte, was mir man damals erzählt hat, was alles passieren könnte, dann wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Und deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran und ich tue auch nichts veröffentlichen, wo ich nicht vorher mit meinen Guides auf irgendeine Art und Weise abgesprochen habe. Und die haben mir auch gesagt, Energie fließt immer dort, wo der Fokus liegt. Du bist der Alchemist deiner Realität. Ist es das, was du möchtest? Und da habe ich gesagt, nein. Und da hat er gesagt, also warum setzt du deinen Fokus da drauf? Und da habe ich gesagt, da hast du recht, aber ich wollte jetzt einfach halt wissen, ob das der Wahrheit entspricht. Und da hat er gesagt, die Wahrheit ist im Auge des Betrachters. Was für dich wahr ist, ist für der andere ein Blödsinn. Und was für der andere wahr ist, ist für dich ein Blödsinn.
Und da hat er gesagt, aber jeder hat seine Wahrheit und jeder hat das Recht dazu, seine Wahrheit zu leben. Deswegen ist unsere Aufgabe nicht, andere Leute davon zu überzeugen, was wahr ist und was nicht wahr ist, sondern wir leben einfach unsere Wahrheit und vertrauen einfach darauf, dass wir dadurch anderen Menschen die Chance dazu geben, auch ihre Wahrheit zu leben. Ja? Oder zu erkennen, dass unsere Wahrheit eigentlich eine gute Wahrheit ist. Eine Wahrheit frei von Angst, zwar auch verbunden mit Angst. Es ist in diesem Reading nichts anders rausgekommen als, egal was da draußen passiert, fokussiere dich auf die Dinge, die du haben willst und nicht auf die Dinge, die man dir im Außen erzählt. Das heißt nicht, dass die Karten nicht gesagt haben, dass da draußen schlimme Dinge erzählt werden, aber ob sie real werden, das hängt von deinem Glaubenssatz ab. Ja, und wenn du einen Neubeginn in deiner Realität, einen Neubeginn haben möchtest, der auf Liebe basiert, auf Frieden, auf höhere Schwingung basiert, dann erschaffe diese Realität. Denn du bist eine kreative Kraft, das ist in jeder von diesen Karten gekommen. Der hat gesagt, du erschaffst mit deiner Realität, mit deinen Gedanken, deine Realität. Und in unserer Welt, in unserer Realität, laufen wir nicht davon, indem wir sagen, dass das Schlechte nicht passiert. Wir sehen das Schlechte jeden Tag, aber wir geben ihm keine Macht, dass es uns auch noch kontrolliert, sondern wir fokussieren uns auf das Licht. Warum? Weil wir die Lichtträger sind. Wir tragen das Licht. Wir sind durch die dunkle Nacht der Seele gegangen, um uns auf das vorzubereiten, was jetzt kommt. Und ich glaube, wir sind lang genug darauf vorbereitet worden und wir haben es immer und immer wieder zu hören bekommen. Und wenn etwas, was krank ist und gesund werden muss, zusammenbricht, dann braucht es Menschen wie wir, die dann das Licht halten und andere Menschen, die Angst haben oder andere Menschen, die den Boden unter die Füße verlieren, Halt geben. Und das ist das Einzige, wofür wir uns entschieden hatten, herzukommen, zu dienen und die Menschen bei dieser Zeit zu unterstützen. Und dafür sind wir aber erstmal durch unsere eigene dunkle Nacht der Seele gegangen und durch unsere eigenen Schmerzen gegangen. Aber dadurch können wir auch den Schmerz der anderen verstehen, weil wir selber wissen, was es bedeutet, Angst zu haben, was es bedeutet, Schmerz zu empfinden und was es aber bedeutet, auch zu vergeben und sich von diesen Schuld, von diesem Schmerz, von diesem Gräuel zu befreien und Freiheit zu empfinden. Meine Seelensterne, ich danke euch, dass ihr alle heute hier dabei wart. Es tut mir leid, dass es keine Pick-a-Card-Reading gegeben hat, aber ich habe eine ausführliche Reading für euch gemacht. Und wie gesagt, bitte gebt mir diese eine Woche Auszeit, die ich brauche, um wieder auf die Beine zu kommen. Oder zumindest mal, ich sage jetzt nicht, ich bin krank, ich bin nicht krank. Ich fühle einfach, wenn ich nicht jetzt aufpasse, könnte ich krank werden. Und deswegen möchte ich ein bisschen kürzer treten und vielleicht transformiere ich auch gerade irgendetwas und brauche Zeit, um mich selbst zu kümmern, um meine Bedürfnisse zu kümmern, damit ich quasi wieder fit bin und auf die Beine komme, damit ich wieder 100% euch geben kann. Ich habe euch lieb, ich drücke euch aus der Mitte meines Herzens. Ich freue mich auf deinen Kommentar, ich freue mich auf dein Like, ich freue mich auf das Teilen deines Videos. Vielleicht magst du auch unseren Kanal hier, diesen Lichtkanal zu abonnieren. Und ich danke dir auch für deine Wertschätzung, egal ob es durch ein Reading kommt, durch eine Spende kommt oder durch einfach ein Dankeschön kommt. Und noch eine letzte Information. Zwei Leute, also die Jahresreadings sind geschlossen, also ich gebe keine Jahresreadings mehr frei, aber zwei Leute, die das Reading reserviert haben, haben mir immer noch keine Bestätigung geschickt und ich hatte gesagt, bis Ende Woche haben die Zeit, die sind nicht gekommen, das heißt zwei Jahresreadings sind jetzt wieder freigegeben und eine, wo eigentlich wollte sich noch melden diese Woche, sie hat sich gemeldet, sie hat mehrere Sachen angefragt und hat aber mir keine Antwort mehr gegeben, also habe ich dann diesen jetzt auch freigegeben, das sind das drei Jahresreadings, die jetzt noch frei sind. Wenn die drei weg sind, sind die Jahresreading geschlossen. Meine Seelensterne, danke, danke, danke. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und drücke euch aus der Mitte meines Herzens. Namaste.